Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Gleich nach einem Livestream, der anscheinend nicht so perfekt war, aber wir arbeiten daran. Meine Verbindung war an sich nicht gut heute, mehr oder weniger schlecht und daran auf ein bisschen zurückzuführen. Ja, ich bin weiter bei der Aussaat bei Hafer, noch 20%. Und aktuell kommt die Meldung, der Bruder ist leer, also auffüllen. So, und was machst du gerade noch? Ja, ich mache noch Düngen. Habe gerade wieder eine neue Düngemission begonnen auf Feld 33. Ja, und dann werde ich die Schweine noch versorgen. Und dann ist eh Abend. Finster. Oh. Ja, wollten wir schlafen gehen, ne? Ja, sobald wir das Feld fertig haben, hauen wir uns das Ohr, ne? Mein Deutsch muss. Ja, da werde ich ihn sehr lang brauchen. Sobald es richtig finster ist, oder? Ja, sobald die Mission abgeschlossen ist hier. 20% habe ich noch. Und dann können wir uns aufs Ohr legen. Das wird nicht lange dauern normalerweise. Das ist eine. Da können wir schön im Hellen wieder weiter arbeiten, ne? Morgen dann. Ja. Ich meine, noch ist ja einigermaßen hell. Noch geht's ja. Wenn wir gegen 10 ungefähr, hat 9, 10 im Spiel, ne? Wir haben ja schon Viertel 11. Wo ist denn der andere? Ach, da. Hab ihn gefunden. Aber ich hab's geahnt und dass ich einen Sack kaufen musste. Time. 2 Minuten. Meistens die Zeit. Vergesse dabei. Hast du schon mal Port Royal gespielt? Was? Hast du schon mal Port Royal gespielt? Na, was ist das? Das ist ein Spiel, da geht es um Handel. Handel, Piraten, Iran, als Pirat sein. Weil die entwickeln gerade Port Royal 4. Ja, ist es mehr so Strategie oder? Strategie, ja. Im Grunde befehlest du eine Flotte mit Schiffen. Du fängst mit einem Schiff an meistens und dann arbeitest du hoch. Dann kaufst du Land zum Beispiel. All sowas. Dann noch habe ich es nicht gekauft, also. Das ist kennst du Patricia 4? Das Patricia-Spiel? Eldermann und Co. Ja, gibt's das bei Steam oder wie? Wüsste ich jetzt nicht, kann sein. Müsste ich lügen, würde ich aber nicht. Früher ja schon, aber heute weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist bei mir nur so ein Gedanke jetzt, ne? Also vor den Dreier habe ich mal gespielt, den Dreier und 1 glaube ich sogar. Weiß ich gar nicht so genau. Jedenfalls. Den fahren wir schon mal zurück, den können wir abgeben. Ne, da geht es nur um Handel und ja, verteidigen bei Piraten. Dann kannst du Kaffee-Prinzip erwärmen
beim Vizekönig. Und dann darfst du selber auch kapern. Dann ja, machst du nicht gerade Freunde oder Feinde, die gerade gekapert hast, ne? Die freuen sich dann nicht gerade, ne? Oder wenn der Kaperbrief vorbei ist und du hast nicht mitbekommen, die Meldung, dass du im Prinzip dann Probleme kriegst, ne? Als Pirat, ne? Da das Strategiespiel mit Aufbau, also mit Ländereien kaufen, Produktionsketten etc. und sowas. Zuckerherstellung, Baumwolle. Da gibt es die Gouverneurstädte, die im Prinzip das aufkaufen zu guten Preis. Und du fährst alles hin und verkaufst es da. Es gab eh viel gute Spiele, aber mehr Zeit brauchen wir. Ja, genau. Vielleicht haben wir im Sommer ein bisschen Zeit, keine Ahnung. Ja, die Zeit ist schon ein Problem, ne? Also, guck mal, LS, da bist du schon beschäftigt normalerweise, ne? Ist ja so, ne? Ja, wenn du jetzt, sag ich mal, zwei oder drei Spiele spielst, das ist eh schon. Bist du also in der Woche? Wenn du viel spielst, ist schon genug, ne? Also in der Woche habe ich fast keine Zeit dazu, ne? Also bin ich eigentlich zu müde zu, ne? Also nach der Frühschicht, abends noch spielen, das ist fast nicht möglich, ne? Ja, ich spiele schon unter der Woche einmal, aber zuerst Mittag schlafen und dann am Abend viel zu lange spielen wieder. Böser Fehler, das darf ich nicht machen, kann ich nachts nicht einschlafen. Das ist nicht gut. Nein, ich spiele dann meistens bis 11 oder was, ne? Und das ist viel zu spät, weil bis ich dann wirklich schlafe, ist 11:30 oder 11:45. Ja. Das kommt durch den Mittagsschlaf. Wenn der Motor anfängst, dann kannst du abends nicht einschlafen. Dann hast du das Problem am Dienstag noch schlimmer, weil da der Nachtschlaf fehlt, mehr oder weniger, bist noch mehr bemüht. Auch kannst doch noch eine Stunde liegen, dann sind es ja zwei. Das sind Donnerstag schon 3 Stunden und dann, ach, besser nicht schlafen. Nein, es ist sehr schwierig, ne? Also, aber ich freue mich Mittag dann immer schon so drauf. Ja, das ist der innere Schweinehund. Du musst wirklich den Schweinehund überwinden, das stimmt, ja? Ja. Na, die Woche habe ich eh zu tun mit der Dachterrasse. Muss ich morgen noch wahrscheinlich beigehen und die ersten Pflanzen ausbringen. Ein bisschen anpflanzen wieder was. Ja, in Töpfe habe ich so Kübel, große Kübel und die werde ich entsprechend dann nutzen. Da so ein paar Blumen hier. Aber so trocken ist das blöd. Das ist schlecht. So gießen immer blöd. Müsste passen, dass wir einen grünen Ding sind. So, Schimmerfeld im Roh anschließen, 11. Gehen wir auf 1, solange es dunkel wird. Mann, 15 Grad in Thüringen, Wahnsinn. Ja, und bei der Nachmittagsschicht spürst du dann nach der Arbeit schon noch? Teilweise Video bearbeiten. 2-3 Folgen mache ich bei der Zephanis und die. Das mache ich schon noch, ja. Und dann ist besser, kann ich jetzt früh aufschlafen, ne? Und dann ist früh länger schlafen, ja, im Grunde wurscht, ne? Obwohl ich Dienstag will ich zum Zahnarzt, hoffe dann auf. Dann müsste mir eigentlich einen Zahn ziehen. Einen die Wurzel rausholen.
und anderen Zahn bohren. Ein Loch schließen. Da graut mir jetzt schon vor. Ja, ist nicht angenehm. Nee. Ja, aber das muss ja mal sein, weil ich befürchte, da wo das Loch ist, dass irgendwann weh tut. Und da wo der Zahn mal abgebrochen ist, dass irgendwann mal das auch Probleme gibt. Ne? Und da sage ich mir lieber jetzt als nachher, wenn es ganz hart kommt. Ne? Na, da kann man im Prinzip eh nicht aus. Da muss man durch, ne? Naja. Ich habe ja vorne nur noch knapp 6 und der Rest ist ja künstlich. Aber die haben alle ihre Preise, die. Wenn du ein Gebiss erweitern lässt, kostet auch schon wieder drauf Kohle. Ja. Ich will erstmal, wenn man mir ein Loch schließt und den Zahn im Prinzip ja, entfernt, kann man sagen, ne? Also die Wurzel. Und dann mal einen Tag frei machen. Wenn der Spruch kommt, kühlen, dann sage ich ja bitte wie. Muss ja arbeiten. Ja, jetzt kommt schnell. Ja? Ich höre dich. Du hörst mich nicht? So, jetzt. Hörst ja, gerade so wie mir. Ja. Jetzt, das ist so wie mit einem Echo oder so ähnlich. Ja, jetzt geht es wieder. Ja, jetzt geht es wieder. Ja. Ja, weil ich einfach so. Naja, schwierige Zeit. Durchhalten, durchhalten. Hallo? Ja? Hörst du mich noch? Ja, jetzt hör dir wieder. Gut. Es war ganz kurz. Jetzt geht's, ja? Abgebrochen. Keine Ahnung warum. Ich hab nichts gemacht. Unschuldig. Mein Name ist Haas, ich weiß von nichts. Es war ganz komisch, so verzerrt, weißt du? So, ja. Aber komplett unverständlich. Es kann daran liegen, dass ich ganz kurz, wenn ich jetzt beim zweiten Rechner mal mit der Maus nicht aktiv bin, zum Beispiel, dann geht ja der Rechner nicht, aber Steam geht in Ruhemodus und dann kann das weiter einschläfen. Hauptsache, es geht wieder. Ja. So, Feld 11 ist angeschlossen. So, das kommt Geisterfahrer, ne? Geisterfahrer. Ja. Donnern jetzt da bei mir. So, Händler ist blockiert. Grüne war klar, damit Auto rumkoppeln.
So, die Aussaat läuft noch. Prozentual, mal gucken. 89%. Sieht gut aus. Noch 10% knapp. Die hast du auch gleich, oder? Ja, geht ja breiter, geht ja fix. Mit zurückgehender Fahrzeuge muss ich aufpassen, weil es kann sein, wenn ich das so schnell mache, dass der Prinzip dann den Verkehrten abgibt, den ich aktuell schon aufgefüllt habe mit Saatgut. Ja, das sind 120 Hektar, das Feld 11. Das ist schon was, hör. Ja. Ich staune ja selber, dass ich so schnell bin, aber hier, die breite Maschine ist schon gewaltig, ne? Mit 30 Meter ist schon was, ne? Hektar, das haben manche Bauern nicht einmal im Ganzen, also den ganzen Grund. Also bei mir zu Hause, die ehemalige LPG, die haben gesamt 3000 Hektar. Das ist schon gewaltig, ne? Ja, also riesige Flächen kannst du auch, ne? Große Felder, aber auch kleine Felder, ne? Ist ja alles mehr oder weniger Ackerland. Ein bisschen Wald haben wir da und der Rest ist viel Ackerland, teilweise Wiesen. Ja, da haben früher alle gearbeitet, ne, in der LPG. Vom Dorf mindestens die zwei Drittel, kannst du sagen, ne? Vom Stall, Kuhstall, allein vier. Fünf. Vom Dorf. Musste keiner irgendwie weit fahren zur Arbeit. Die konnten zu Fuß hingehen. Die meisten Moped gefahren oder mit Fahrrad, ne? So, 90%, mein Gott, ne. So, ich war nicht mehr recht viel, glaube ich. Mal schauen, ich hab's. 99! So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, wir machen gleich weiter. Morgen früh, wenn es hell ist. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.